Jetzt gehen wir in die Praxis rein. Und ich denke, wir haben möglicherweise die besten Leute überhaupt gefunden, um diesen Weg jetzt tun zu können. Es geht um Entrepreneurship, also um Unternehmertum. Herr Günther Faltin, Social Entrepreneur oder Entrepreneur, ist Professor und hat selber eine Firma aufgebaut und weiß nicht nur aus der Theorie, sondern auch von der Praxis, wovon er spricht. Herr Günther Faltin, bitteschön. Ja, Ökonomie ist ein wichtiges Thema. Und die herrschende Vorstellung ist, dass wir da entweder nicht mitspielen können oder nur mitspielen können unter Aufgabe eines Teils unserer Überzeugung. Jedenfalls war das bis vor einiger Zeit so der Tenor. Und ich glaube, dass wie alle Urteile oder Vorurteile, die so entstehen, hat das auch einen Kern von früher. In der industriellen Phase unserer Gesellschaft, wenn Sie ein Stahlwerk baut, eine Elektrofabrik, eine Textilfabrik, da brauchte man riesige Kapitalien, da brauchte man Durchsetzungsvermögen, gute Verbindungen zur Politik. Da kam es vor allem auf Management an, auf Vertrieb. Der Stahl musste gut hergestellt werden. Vertrieb war wichtig. Wir sind in einer postindustriellen Phase, vielleicht auch in der postmodernen Phase. Und da sind die Regeln anders. Und das hat sich noch nicht so überall herumgesprochen. Heute ist Kapital nicht mehr der Engpass. Wir brauchen Kapital, aber in einem Ausmaß, wo selbst in den USA, was ja berühmt ist für seinen Kapitalismus und auch für die Kultur der Finanzierung von jungen Unternehmen, selbst dort ist es inzwischen so, dass 70% aller Kapitalien für Neugründungen aufgebracht werden aus dem eigenen Familienkreis oder aus dem persönlichen Umfeld. Trotz allem Tamtam um Venture Capital und Business Angels und Banken und Finanzierung, 70% selbst in den USA quasi aus eigenen Mitteln, aus den eigenen Reihen. Ich fange einfach mal mit den Vorlagen an, an denen man sich abarbeiten muss. Auch wieder in der herrschenden Meinung, auch in der Politik der Bundesrepublik sehr deutlich erkennbar. Wir müssen in die Forschung investieren, heißt es. Und wenn wir in die Forschung investieren, da entstehen Forschungsergebnisse und Patente. Und damit sind wir richtig aufgestellt. Das fördert das Wirtschaftswachstum und Wirtschaftswachstum fördert Arbeitsplätze und so weiter. Ich werde nachher zeigen, dass der so scheinbar selbstverständliche Schritt vom Forschungsergebnis, von der Erfindung oder vom Patent in die Unternehmensgründung überhaupt nicht selbstverständlich ist. Im Gegenteil, da ist fast geradezu eine Barriere. Das nächste ist, brauche ich ausgedehntes betriebswirtschaftliches Know-how. Auch da kann man sagen, heute sieht das anders aus. Heute können wir mit Komponenten gründen, wo wir die Betriebswirtschaft quasi auslagern und trotzdem professionell sind. Also nehmen wir mal ein Stück weit im Moment Abschied von diesen Vorstellungen. Nicht, dass Sie hinterher sagen, aber Herr Faltin, ich habe ja kein Patent oder ich habe eben kein Kapital. Aber ich komme im Einzelnen zu diesen Punkten zurück. Nur mal vorneweg, die herrschende Meinung und das, was uns so täglich gesagt wird, halte ich unter den modernen Bedingungen, wie wir sie vorfinden, nicht mehr für zutreffend. Das ist eine Karikatur aus einem Gründungszentrum in Kassel. Und da sieht man sehr schön, wenn ich mich nur mit Betriebswirtschaft beschäftige und nur im Kopf habe, ich mache mich selbstständig und ich muss das betriebswirtschaftlich stemmen, ist die Gefahr groß, dass ich damit nicht erfolgreich bin. Statistisch, sehr eindeutig, 80% aller Neugründungen sind nach 5 Jahren nicht mehr dabei. Der größte Teil Konkurs, ein kleinerer Teil hat freiwillig aufgegeben, ohne spektakulären Konkurs, und ein noch kleinerer Teil ist aufgekauft und lebt unter anderem Namen weiter. Aber im Großen und Ganzen, 80% der Gewerbeanmeldungen sind nach 5 Jahren nicht mehr dabei.
Das heißt, wenn wir so machen, wie es quasi die übliche Vorgehensweise ist, haben wir eine Chance von 80% zu scheitern. Also auch deswegen müssen wir uns nicht an der herrschenden Meinung orientieren, die sowieso 80% Ausschuss produziert. Stellen Sie sich vor, eine Fabrik, die 80% Ausschuss produziert, würde man sofort schließen. Auch eine Schule, die 80% Dropouts produziert, würde man sofort schließen. Aber im Gründungsgeschäft wird mit eiserner Faust gesagt, das ist so, Kapital ist wichtig, Betriebswirtschaft ist wichtig, Patent, ohne Patent dürfen Sie doch nicht anfangen. Also diese Meinungen, so fest sie vorgetragen werden, sind sturmreif und sind auch schon in vielem überrannt. Es wird nur nicht so wahrgenommen. Das war die Einleitung. Jetzt werde ich versuchen, in drei Punkten deutlich zu machen, warum das so ist und warum wir heute ganz andere Bedingungen haben und warum Sie auch ohne ökonomische Vorkenntnisse durchaus in der Lage sind, ein Unternehmen zu gründen und nicht irgendeines, sondern ein sehr powervolles. Erster Punkt, heute geht es mehr um Konzepte, postindustriell. Es geht nicht mehr um Güter, es geht nicht mehr um die Organisation von Produktion, sondern es geht um eine Stufe näher dran zu sein an den Bedürfnissen der Menschen. Und Sie wissen, postindustrielle Bedürfnisse sind anders als der Wunsch nach einem Kühlschrank, Auto, Staubsauger und so etwas. Gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Eines ist wichtig, wenn man mitspielen will, muss man etwas machen, was es so am Markt noch nicht gibt. Die Grundvoraussetzung mitzuspielen ist, dass sie nicht das machen, was alle anderen schon machen. Warum? Weil die, die schon im Markt sind, haben natürlich Vorteile. Die haben die Fehler schon hinter sich, die wissen, wie man besser einkauft, sie haben einen Kundenstamm, sie haben vielleicht Reserven aufgebaut. Das sage ich deswegen, weil ja ein großer Teil der Neugründungen MeToo-Gründungen sind, noch ein Friseur. Bei mir in Berlin im Umkreis von ungefähr einem halben Kilometer habe ich immer gedacht, es sind 7 Friseure, jetzt habe ich festgestellt, es sind 9 Friseure und Copyshops und natürlich ganz viele Restaurants. Und es tut immer weh zuzusehen, wie ein aufgegebenes Geschäftslokal dann von irgendjemand mit viel Idealismus gefüllt wird und nach 6 Monaten wechselt der Besitzer und die Ersparnisse sind weg, der Optimismus ist weg, die Leidenschaft, was Eigenes zu machen, ist weg. Also wenn wir die Menschen in so eine 80% Wahrscheinlichkeit jagen und gerade die wenigen, die es sich überhaupt nur trauen, ist das natürlich verheerend. Ich sage immer meinen Studenten, Russisch Roulette ist eine harmlose Veranstaltung im Vergleich zu konventionellen Gründen. Beim Russisch Roulette, wissen Sie, ist eine von 6 Patronen scharf. Beim konventionellen Gründen sind 4 von 5 Patronen scharf. Also es braucht schon Extremsportler und Fanatiker mit einem schweren Schuss Masochismus, um konventionell zu gründen. Ich sage das mal so krass, um zu sagen, das ist überhaupt nicht so attraktiv. Auch wenn die ganze Gründerberatung genau in diese Richtung geht. Gucken wir es uns genauer an. Meine eigene Geschichte ein bisschen, Teil von Ihnen wird die Tee-Kampagne kennen, auch wenn Sie es in der Schweiz nicht kennen. Der Gottlieb Duttweiler war mein großes Vorbild. Ich habe ein Jahr in St. Gallen studiert, nach dem Abitur. Musste mein Studium selber finanzieren, habe immer mit so einer 40 Wappen Schokolade von Duttweiler so auf dem Weg da hoch den Berg in St. Gallen, das war so mein Frühstück. Und gutes Frühstück, tolle Schokolade. Und dann lernt man ja auch ein bisschen über Duttweiler, faszinierende Persönlichkeit. Brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Tee-Kampagne, ganz einfach. Ich habe geguckt, ich wollte als Hochschullehrer nicht so sein wie die Hochschullehrer, die ich im Studium kennengelernt hatte. Ich fand Ökonomie so faszinierend. Toll, also so aus nichts ein Firmenimperium aufzubauen, hat mir so als 15-Jährigen sehr imponiert. Und natürlich habe ich Ökonomie studiert und ich muss sagen, es ist faszinierend, wie man ein so lebendiges Fach, so ein so spannendes Fach wie Ökonomie, so komplett totschlagen kann. Das ist eine Leistung, die wir als Studenten so erlitten haben. Da ging es vor allem um Mathematik. Das Fach war dabei, sich so wissenschaftlich besser reputierlich aufzustellen und setzte auf Mathematik und Formeln. Die Unternehmerfigur kam gar nicht mehr vor. Ja, und also wie das so ist, wenn man was scharf kritisiert, war Fachschaftssprecher gewesen und Bundesassistentenkonferenz und solche Sachen. Und dann 10 Jahre später hieß es, jetzt haben wir Reformuniversitäten, jetzt brauchen wir jemanden wie Sie,
damit wir wirklich Ökonomie anders lehren. Ich habe gesagt, ich mache das nur, ich wollte nie Hochschullehrer werden, ich mache das nur, wenn ich ein Unternehmen nutzen kann, wenn ich mein eigenes Unternehmen bauen kann, weil ich schon damals vage, heute kann ich es besser erklären, aber damals hatte ich schon vage die Vorstellung, dass das alles nicht so wichtig ist, was einem da erzählt wird und dass Ökonomie nicht mit Formeln zu tun hat, sondern mit Menschen aus Fleisch und Blut, mit deren Besonderheiten, Schrägheiten. Schopenhauer hat gesagt, das Beste an dem Menschen ist meistens sein Spleen. Also die Besonderheiten, die Kanten, die Reibungsflächen, das sind das spannende Dinge, wo was Neues passiert. Kurz und gut, ich habe mir ein Feld genommen, von dem ich zunächst gar nichts verstand. Tee, bin Kaffeetrinker. Das hat viele Vorteile, wenn man sich ein Gebiet vornimmt, in dem man völlig unbefangen ist. Mir hat später ein renommierter Teehändler gesagt, er hat das schon in der Kinderstube mitbekommen, wie Teehandel passiert, nämlich gibt es eine Plantage, dann gibt es Börsen, dann gibt es Teetester, die bewerten, dann wird auktioniert, dann gibt es Exporteure, auf der anderen Seite Importeure, Großhändler, Gebietsvertretungen, Packer, lauter so Lagen von Zwischenhändlern, so ist das eben. Kommt noch aus der britischen Kolonialzeit. Ich verstand davon nichts und habe mich gewundert. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto größer wurde mein Wundern darüber, wie man eine relativ einfache Sache hochkompliziert machen kann. Worum geht es? Tee ist am Tor der Plantage ein Endprodukt. Ist fertig. Brauchen Sie nicht mehr wie beim Kaffee rösten, mahlen, Vakuum verpacken, braucht man nicht. Ist ein Endprodukt, das müssen Sie zum Kunden schaffen. Brauche ich dazu Teebörsen, Tester, Exporteure, Importeure, alle diese Stufen eigentlich nicht. Ich brauche Hapag-Lloyd und ich habe gelernt, war mir auch neu, dass Sie dann, wenn Sie internationalen Handel machen, was den Transport angeht, nur zwei Adressen angeben müssen. Sie müssen sagen, wo das Produkt abgeholt wird, möglichst ein Lagerhaus, wo man mit einem Lastwagen hinfahren kann, da nicht eine Privatwohnung. Und dann, wo das Produkt abgeliefert werden soll, auch am besten ein Lagerhaus. Die zwei Adressen und das ganze Chaos am Hafen und die Papiere und Zoll und Vorschriften und Container reinigen und so weiter weg. Dafür bezahlen Sie ja Hapag-Lloyd. Was kostet das? Ungefähr 1% vom Warenwert. Und mit Versicherung ist es so ähnlich. Also Sie haben heute spezialisierte Dienstleister, mit denen Sie Dinge machen können, die früher die Buddenbrooks, eine Generation oder zwei brauchten, bis Sie das alles kannten und organisieren konnten. Kurz und gut, die Teekampagne sagt, selber importieren, diese ganzen Lagen von Zwischenhändlern weglassen und als nächstes die Konvention aufgeben, dass Tee in Kleinpackungen sein muss. Ich als Kaffeetrinker, irgendwann hatte ich wieder meine Kaffeetüte in der Hand und da ist der Standard 500 Gramm. Nanu, Kaffee hält nicht lange, Sie wissen, 3 Monate oder so ist das Aroma weg, selbst wenn Sie die Kaffeetüte einigermaßen zumachen. Beim Tee, der hält 3 Jahre. Gesetzlich dürfen Sie nicht länger als 3 Jahre aufbewahren, aber 3 Jahre immerhin hält er, ohne dass er eigentlich sein Aroma verliert. So, wieso ist dann Kaffee in 500 Gramm und Tee in 100 Gramm oder in 50 Gramm? Reine Konvention, reine Konvention, gibt keinen Grund. Meine Überlegung war, wenn Kaffee in 500 Gramm, dann Tee in 1 Kilogramm. Ist doch plausibel, mindestens doppelt so lang, eigentlich könnte man sogar 2 oder 5 Kilogramm verkaufen, aber man muss nicht übertreiben, also 1 Kilogramm reicht ja schon, wenn der Standard 100 Gramm ist. Sie sparen 9 Vorderetiketten, Sie sparen 9 Rücketiketten, Sie sparen 9 Verschlussetiketten, 9-mal rein in den Karton, 9-mal raus aus dem Karton, brauchen Sie nicht Betriebswirtschaftslehre studieren, um zu verstehen, dass das eine riesige Ersparnis ist, wenn Sie Großpackungen an der Stelle einsetzen, wo es auch Sinn macht. 2 Sachen. Am Zwischenhandel vorbei und Großpackung. Sind das geniale Erfindungen? Habe ich erfunden, dass es Großpackungen gibt? Habe ich erfunden, dass man an Zwischenhandel vorbeigehen kann? Jeder Händler versucht das. Die Frage ist nur, wie kann er es? Wie komme ich am Zwischenhandel vorbei? Und die Grundregel lautet, ich brauche große Einkaufsmengen. Ich kann nicht Hapag-Lloyd für 2 Kilo einsetzen, auch nicht für 20 Kilo. Da ist der Aufwand dann zu groß. Also ich brauche große Einkaufsmengen, beim Tee heißt das, die Konvention ist, ein gutes Teegeschäft hat möglichst viele Sorten, 150 Sorten Schwarztee allein und dann gibt es noch grünen Tee und dann gibt es Kräutertees und noch alle möglichen aromatisierten, künstlichen Tees, da kommen Sie leicht auf 300, 400, 500 Sorten Tee. Wenn Sie jede Sorte Tee vorrätig haben wollen, dann können Sie nicht von jeder Sorte
100 Kilo bestellen, sonst haben Sie ein riesiges Lager, die Hamburger Speicherstadt und vorne ein kleines Teegeschäft, brauchen Sie auch nicht BWL studieren, merken Sie sofort, kann nicht ökonomisch sein. Also wie kann ich es machen, dass ich eine große Einkaufsmenge bekomme? Ich muss auf die Sortenvielfalt verzichten. Ich muss mich beschränken. Auch wieder Duttweiler, der hat das ja auch gemacht, am Anfang jedenfalls, von jedem Ding eines und nicht drei oder fünf verschiedene Auswahlsorten. Also, eine Sorte Tee und die nur in Großpackungen. Wer glaubt einem Professor, dass sein Tee jetzt besonders gut ist und besonders preiswert ist, wenn er sich hinstellt und sagt, ich habe da eine Sorte Tee und habe Tee preiswert gemacht, schlecht. Muss man sich was ausdenken. Die Grundüberlegung war, da habe ich eine Weile zu gebraucht, aber es ist eigentlich eine einfache Grundüberlegung. Es geht nur nicht so schnell. Man muss so eine Weile drüber grübeln. Im Nachhinein ist es ganz einfach. Wenn Sie nur eine Sorte haben, dann müssen Sie eine gute haben. Am besten eine sehr gute. Wenn der Einkaufspreis sowieso kaum eine Rolle spielt, weil ja hier im Land der Tee 10-mal so teuer verkauft wird wie im Einkaufsland, und das gilt für Kaffee nicht ganz, aber für viele andere Sachen gilt das auch, dann brauchen Sie am Einkaufspreis nicht sparen. Dann können Sie da großzügig sein. Das heißt, Sie können guten Tee kaufen, Sie können sogar einen sehr guten Tee kaufen. Und irgendwann kam mir, was ist denn der beste Tee? Wenn ich schon nur eine Sorte habe, dann nehme ich doch möglichst den besten Tee. Dann wird auch der Preisunterschied am klarsten. Als wir anfingen, wir konnten den Tee ein Drittel so teuer machen wie die Konkurrenz. Paul Schrader in Deutschland war so das berühmte Teeversandhaus, das größte auch, heute sind es wir. Und da kostete der Tee 27 Mark 1985 und bei uns 9. Also ein schöner Unterschied. Nicht den Marketingleuten folgen, die sagen, nehmen, was der Markt hergibt. Hätten wir auch 27 oder 26 oder so, wären wir nicht bekannt geworden. Kein Mensch kannte uns. Wir mussten ja mit einem Paukenschlag sagen, hier sind wir und wir machen es anders, deutlich anders. Und da muss man auch erkennbar preiswerter sein zum Beispiel und erkennbar besser. Darjeeling, Teegebiet im Himalaya, sehr hoch gelegen, sehr steile Hänge, kalte Luft, intensive Sonneneinstrahlung, wenig Teeblätter, so wie die Latschenkiefern, auf der Höhe wächst natürlich nicht mehr so intensiv wie im Flachland, dadurch ein sehr teurer Tee, aber wenn man ihn direkt einkauft, kann man ihn preiswert machen. War der Erfolg der Teekampagne. 200.000 Kunden haben wir heute, die meisten über Mundpropaganda. Irgendwann war ich wieder in Indien, war so alle 2 Jahre mal da, um so zu gucken, dass auch alles mit rechten Dingen zugeht. Und gerade wenn man Außenseiter ist, muss man schon so ein bisschen genauer hingucken, um nicht Fehler zu machen. Tea Board of India ist so eine Behörde, die so Statistik macht, und die sagten, Teekampagne, Faltin, jetzt sind Sie der Größte. Ich sagte, was meinen Sie? Sie sind der größte einzelne Importeur von Darjeeling-Tee in der Welt. Ich sagte, das ist doch Quatsch, Ihre Statistik stimmt nicht. Denken Sie mal an Liptons oder an Bourbons oder Twinings und Teekanne und Ostfriesische Teegesellschaft. Sie sind viel größer wie wir. Nee, unsere Statistik stimmt. Sie sind der größte einzelne Importeur von Darjeeling-Tee in der Welt. Jetzt frage ich Sie, mit zwei so lächerlichen Ideen, die nur überhaupt nichts Geniales haben, auch überhaupt nichts Besonderes haben. Schon gar nicht, wenn man einen Duttweiler mal irgendwo von ihm gehört hat. Wären Sie der Größte in der Welt? Ja, wo ist denn diese gnadenlose Konkurrenz, von der immer geredet wird? Wo ist denn, das ist ja ein Gesetz, das uns immer versucht wird einzubläuen, nämlich einer, der ein bisschen anständiger ist wie die anderen, der wird sofort niedergemacht, weil ja gilt Gewinnmaximierung. Wenn einer ein bisschen versucht, da anders zu sein, dann unterliegt er dieser gnadenlosen Konkurrenz und vor allem dieser Konkurrenz sozusagen dem Schlechtesten in der Konkurrenz, der die Kosten am weitesten drückt. Teekampagne ist 25 Jahre alt, wir haben keine einzige Krise durchschritten. Wir haben ein paar Nachahmer, ungefähr 30, und die tun uns nicht sonderlich weh. Wir sind einfach besser. Die können da nicht mithalten und heute schon gar nicht mehr, weil wir inzwischen so groß sind und so viel Erfahrung haben, dass wir natürlich in vielen Details besser sind als damals am Anfang. Waren wir gute Organisatoren? Immerhin Ökonomie studiert? Nee, überhaupt nicht. Das lernt man auch im Studium nicht, gut zu organisieren. Ich erinnere mich, kann viele Geschichten dazu erzählen, wie wir organisiert haben. Kunden waren bitterböse. Manche riefen mich an, sagten, Wirtschaftspädagoge wollen Sie sein?
ein irgendwas, Rindvieh sind Sie, soll ich Ihnen mal erzählen, wie mir es geht, rufe ich zum fünften Mal in Ihrer Firma an und kein Mensch weiß, wo mein Tee ist. Weder, ob er weggeschickt ist, ob die Bezahlung eingegangen ist, ob ich ihn noch kriege oder nicht. Und Sie wollen ein Professor für Wirtschaftspädagogik sein, so hieß das Fach damals. Ich habe dann gesagt, tut mir schrecklich leid und ich versuche mein Bestes und meine Leute auch, aber irgendwie sind wir nicht so gut organisiert. Wir haben keine guten Organisatoren. Ich erinnere mich, einmal hat eine Studentin, wir hatten so Regale im Keller und da lag ein Karton ganz oben, da hat wohl schon lange keiner mehr hingeguckt und sie wollte wissen, was in dem Karton ist und holte den Karton runter und da stellte sich heraus, wir sind ja ein Versandunternehmen vor allem, da waren Schecks drin für sage und schreibe 10.000 Mark, die waren da vergessen worden und noch schlimmer, es hat ja auch niemand gemerkt, dass sie fehlten. Also das ist schon ein K.O.-Kriterium für BWL, kann man wirklich so sagen. Also wir haben es trotzdem überlebt, einfach weil das Konzept so gut war. Es war einfach, aber es war so gut, dass wir solche Krisen und solche wirklich mittelstarken Katastrophen weggesteckt haben. Jetzt gibt es natürlich ein paar Leute, die sagen, ja, Tee ist immer die Geschichte mit dem blinden Huhn und dem Korn. Das war halt mal historisch eine Ausnahmesituation und das so. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Firmen. Wir haben ungefähr ein Dutzend Firmen. EBO ist das bekannteste. Der Holger Jonsson kam eines Tages nach einer Lehrveranstaltung und sagte, Herr Faltin, ich wende Tee-Kampagne auf Büroservice an. Habe ich nicht verstanden. Kam immer wieder, ließ nicht locker. Irgendwann wurde ich sein Business Angel. Er sagt, Büro ist auch voller Konvention. Büro ist die Konvention, es muss mein eigenes Büro sein, es muss meine Sekretärin sein. Und dann macht ihr auch mal Kaffee und gießt die Blumen und das ganze Equipment in dem Büro, das muss auch alles das eigene sein und das muss man alles selber machen und selber aufbauen. Die meisten haben keine Ahnung, wie man guten Gewerbemietvertrag abschließt, wie man eine Sekretärin richtig auswählt, die zu einem passt, wie man die Büroeinrichtung vernünftig wählt und so. Also, Holger Jonsson sagt, ich nehme das ab, ich mache ein computergestütztes Büro, ich mache modernste Software, so dass vieles, was die Sekretärin sonst von Hand macht, Termine und ganze Art von Datenverwaltung, machen wir state of the art, aber ein Zehntel so teuer wie sonst, aber man hat nicht einen eigenen Raum und nicht eine eigene Sekretärin, sondern man hat eine Mischung aus Software, Callcenter und noch ein paar Bausteinen. Und das bringt 90% der Leistung, die ein normales Büro bringt, aber zu 10% der Kosten. Ist europäischer Marktführer. Und haben wir noch ein paar Sachen. Pay-per-se, wir haben Olivenöl-Kampagnen, zwei. Wir haben eine Politplattform direkt zur Kanzlerin und so. Was ist der Punkt dabei? Ist es wirklich so einfach? Klingt ja ein bisschen einfach, wenn ich so darstelle. Ich kriege manchmal die Kritik, dass man sagt, so einfach kann es gar nicht sein. Es ist einfach und schwierig zugleich. Einfach ist es, dass man seine Arbeitszeit und seinen Verstand auf Dinge kaprizieren kann, wo die anderen schwach sind und wo die anderen nicht so lange nachgedacht haben und vielleicht ein bisschen bürokratisch konventionell sind. Zum Beispiel der Holger Jonsson mit seinem Büro ist gegen niemand Geringeren angetreten als die Deutsche Telekom. Immerhin, also der Holger Jonsson, 22 Jahre alt, Ökonomiestudent tritt gegen die Telekom an, zwei Jahre lang. Was ist dann passiert? Da hat die Telekom aufgegeben. Und mit der Begründung, sie haben jetzt Konkurrenten, die zu niedrigerem Preis anbieten, als was ihre eigenen Kosten sind. Weil der Holger Jonsson ein bisschen mehr von Software und solche, wie es halt heute im Internet ist, hat da eine andere Beziehung zu und ist da einfach ein Stück besser. Nutzt das, was es gibt. Nicht eigene Entwicklung, sondern nutzt das, was es gibt. An Softwaren kombiniert es neu. Und er sieht, dass man Dinge heute zusammensetzen kann, die früher eigentlich nur den Großen vorbehalten waren. Also, es geht darum, ein gutes Konzept auszuarbeiten. Und das ist schwierig. Das ist schwierig. Das dauert. Und Wissenschaftler untersuchen alles, das ist auch untersucht worden. Er sagt, bis zu 10 Jahren. Das soll nicht abschrecken. Er sagt nicht, dass sie 10 Jahre brauchen sollen. Aber bis zu 10 Jahren kann es dauern. Und bis zu 50.000 Chunks of Information, bis ein gutes Konzept zusammengestellt ist. Das ist die Schwierigkeit. Ich sage immer, es ist wie ein Berg besteigen, 6.000 Meter hoch. Es ist nicht einfach.
Aber es ist im Erreichbaren. Während früher hieß es, Firmengründungen, vor allem wenn sie erfolgreich sein sollen, sind außerhalb der Reichweite von uns Normalmenschen. Das ist nicht. Ein 6000er ist noch in Reichweite. Nicht die ganz schwierigen Berge, aber der Kilimandscharo ist mehr so ein Wanderweg da bis zur Spitze. Anstrengend muss man auch ein bisschen, kann man nicht einfach so loslaufen. Aber es ist für Normalmenschen machbar. Es ist eine Anstrengung, aber sie ist leistbar, wenn ich mich auf dem Weg zum Kilimandscharo konzentriere und nicht andere Sachen mache, wie zum Beispiel diese vielen BWL-Geschichten, die einem sonst in der Gründerberatung angeboten werden. Und es gibt ein paar Leute, die sind aber noch die Außenseiter, die das auch sehen und sagen, da ändert sich was. Heute geht es um Konzepte, nicht um Kapital. Das sind zwei schwedische Ökonomen. Und wenn wir uns das genauer angucken, kommen wir auf eine interessante Spur, nämlich, dass dieses Entrepreneurship, ich benutze ja nicht das deutsche Wort Unternehmertum, ich wehre mich auch dagegen, dass man einfach Entrepreneurship im Deutschen übersetzt mit Unternehmertum. Also immerhin gab das Wirtschaftslexikon, das schon einen Fortschritt sagt, für das englische Wort Entrepreneurship gibt es im Deutschen kein entsprechendes Wort. Das ist auch richtig so. Weil im angelsächsischen Sprachraum man das, was im Deutschen Unternehmertum heißt, in zwei Dinge trennt. Und das ist sehr gut. Nämlich in Entrepreneurship, das heißt das neue Denken und das neue auch umsetzen. Zwei Dinge, das neue Denken und das neue Umsetzen. Und Business Administration. Und Administration heißt organisieren, verwalten. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und es wird auch gleich deutlich, diejenigen, die das Neue denken, sind den Künstlern natürlich, den Konzeptkreativen, den kulturell kreativen Menschen näher als die Verwalter und Organisatoren. Und auch die wenigsten Menschen können beides. Die einen sind gut im originellen Denken und die anderen sind gut im Verwalten. Und das ist auch klar, dass das nicht gut zusammengeht. Wenn einer verwaltet, will er nicht, dass ständig wieder umgeworfen wird. Es ist ja schon schwierig genug, effizient zu organisieren und zu verwalten. Da will man nicht, dass so ein Spinner kommt und am nächsten Tag schon wieder alles umwirft. Die vertragen sich nicht so und meistens kommen sie in einer Person nicht gut zusammen. Es ist aber beides. Jedes Unternehmen braucht beides. Es braucht effiziente Organisation und Verwaltung, völlig klar, aber es braucht auch neue Ideen. Auch wenn ich schon ein Unternehmen habe, brauche ich natürlich neue Konzepte. Dieser Punkt, dass wir beim Entrepreneurship und im postindustriellen Zeitalter ist dieses Entrepreneurship sozusagen der erste Schritt zum Gründen. Die Organisatoren kann ich mir holen. Masters of Business Administration verlassen zu Zehntausenden die Hochschulen. Und am Anfang reicht es schon, wenn sich ein BWL-Student mal für eine Stunde in der Woche holen, der ihnen ein bisschen die Buchhaltung am Anfang macht. Also, der Engpass sind nicht die Masters of Business Administration, sondern die Masters of New Concepts. New Ideas, New Concepts. Das ist der Engpass. Und das ist interessant, weil sich da etwas verkehrt, was früher genau andersherum war. Früher war der Künstler, war so der Bohemien, der so irgendwie unzuverlässig und ein bisschen schräg und meistens angeeckt mit den Normen der Gesellschaft, dem Unternehmer gegenüberstand, der meistens grundsolid, denken Sie an die Buddenbrooks oder wahrscheinlich Schweiz auch, irgendwie gut in der Gesellschaft aufgehoben ist, etabliert ist, meistens eher so den konservativen Gedanken eher zugeneigt ist und sich deutlich unterscheidet von diesen Bohemiens. Und da gibt es einen Unterschied. Selbst Management-Theorien, die uns ja nicht so gewogen sind, räumen ein, dass heute der Entrepreneur, also der die neuen Dinge entwirft, der den Horizont anguckt, nicht das Tagesgeschäft, der die Trends in der Gesellschaft beobachtet, die Veränderungen der Gesellschaft beobachtet, dass der dem Künstler eigentlich näher steht als dem Organisator und Verwalter. Das verändert sich etwas Grundlegendes und wir können von daher sagen, wir sind gut aufgehoben, wenn wir uns mehr an dem kulturell Kreativen orientieren als Entrepreneurs, als an den Verwaltern. Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, da wird ein Tor aufgestoßen, das sehr viele Möglichkeiten gibt. Also die Historiker versuchen ja zu verstehen, was passierte in Florenz, in der Renaissance. Wie kam es, dass im Wesentlichen an einem Ort, in einer ganz kurzen Zeitspanne,
enorme Durchbrüche passierten in den Wissenschaften, in der Kunst und gleichzeitig auch in der Ökonomie. Die Medicis als Banker haben alle diese Papiere eingeführt, die uns heute so beinahe in die Katastrophe gestürzt haben. Also alle entscheidenden Verpapierungen von Zahlungsverkehr wurde damals in einer sehr kurzen Zeit nicht erfunden, sondern eingesetzt. Die Medicis waren die Entrepreneurs. Die Idee, dass man Papier transportieren kann statt Gold- oder Silberbahn und das ist viel weniger gefährlich ist, Papier zu transportieren. Selbst wenn einer das Papier geklaut hat, wurde er meistens relativ schnell aufgehängt, weil man sah, dass er gar nicht rechtmäßig an dieses Papier herankommen konnte und sich nicht ausweisen konnte, wieso da zwei Fürsten oder Fugger und noch jemand unterschrieben haben und er plötzlich das Papier präsentieren konnte. Also das Papier war relativ sicher, auch vor Diebstahl oder Raub. Und deswegen hatte man plötzlich den Zahlungsverkehr sehr viel einfacher, als mit den Soldaten und der Kutsche sozusagen Edelmetall durch die Kleinstaaterei von Deutschland und so weiter zu transportieren. Und die Erklärung, die bisherige Erklärung für diesen Medici-Effekt, aber das ist so Spekulation, ist, dass es daran lag, dass es ein Ort war, wo aus allen drei Bereichen interessante Leute waren, offene Menschen waren, die dem jeweiligen anderen über die Schulter geguckt hat. Die Innovation entstehen an den Reibungsflächen, die entstehen nicht in der Mitte einer Disziplin, sondern an den Rändern einer Disziplin. Und wenn man offene Menschen hat, die ein Stück weit den anderen über die Schulter gucken und wenn es Menschen gibt, die sich über die Schulter gucken lassen und die sagen, ich bin Künstler und von diesen Ökonomen schrecklich, will ich nicht sehen oder andersherum, die sozusagen ein Stück weit sich in diese fremden Atmosphären hineinbegeben, dann ist das natürlich ein sehr spannender Prozess und da kommt dann auch viel heraus, sei es in den Wissenschaften, sei es in der Ökonomie mit diesen Papieren oder sei es in der Kunst. Und da kommt noch ein Element herein, Eric van Hippel im MIT in Boston, der sagt, wir haben heute eine Chance, Innovation zu demokratisieren, das ist nicht nur eine Sache von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern, sondern es ist auch eine Frage von uns Normalmenschen, unsere Mitmenschen besser zu verstehen, uns besser in die hineinzufühlen und herauszufinden, worum geht es wirklich? Geht es wirklich um die Menge an Autos und die Größe des Autos oder die Größe der Uhr als Statussymbol oder sind das nicht Ersatzdinge, die eigentlich auf was anderes hindeuten, sei es Anerkennung, sei es Geborgenheit, sei es Connectivity, dass man gute Beziehungen pflegen will. Das sind eigentlich die entscheidenden Elemente und da müsste die Ökonomie darauf zugehen. Das tut sie nun nicht in Wall Street und auch nicht bei uns. Merkwürdigerweise gibt es in Bhutan eine Gruppe von interessanten Ökonomen, die auch so wie eine Wallfahrt inzwischen auslösen, Teil der westlichen Ökonomen, Jeffrey Sachs oder Stiglitz von Weltbank und so, kommen.